So, und da sind wir wieder bei Mass Effect 2. Auf dem Schiff. Das ja eher so aussieht, als hätten die einfach ein Schiff geklaut. Ich glaube, hier ist gerade eine Katze reingekommen im Raum. Ich kann gerade nicht richtig drauf reagieren. Ich kann mich gerade überhaupt nicht konzentrieren, weil die Katze hier drin ist im Raum. Wieso auch immer. Ich habe die nicht reingelassen, die ist plötzlich einmal im Raum gewesen. Ich muss mal eben mich um die Katze kümmern, das nervt mich doch. So, ich habe die oben in mein Bett reingelegt. Damit die mich nicht nervt, aber die kann jederzeit wieder runterkommen. Also entweder schlafen die sehr, sehr komisch oder die sind tot. Ich tippe mal auf Letzteres. Machen wahrscheinlich aus Menschen sowas. Suchen Sie nach Ähnlichkeiten? Über Ihre Motive kann ich keine Hypothese aufstellen. Mir liegen nur die Ergebnisse der Voruntersuchungen vor. Sie enthüllen etwas Bemerkenswertes. Eine genetische Struktur mit vier Strängen, identisch mit Funden in uralten Ruinen. Wir kennen nur eine Spezies, die diese Struktur aufweist. Die Proteaner. Mein Gott, die Proteaner sind gar nicht verschwunden. Sie arbeiten jetzt für die Reaper. Es sind keine Proteaner mehr, Shepard. Ihr Erbgut weist eindeutig auf umfassende genetische Veränderungen hin. Die Reaper haben sie ihren Bedürfnissen entsprechend umgestaltet. Man möchte meinen, darauf hätte früher schon mal jemand kommen müssen. Niemand hatte bisher je die Möglichkeit, den genetischen Code der Kollektoren so gründlich zu untersuchen. Ich habe bereits 2000 Allele gefundenen Fragmenten zugeordnet. Dieser Kollektor stammt wahrscheinlich von einer Sticks-Täter-Cluster. Aber es gibt Hinweise auf umfassende Veränderungen. Drei Chromosomen weniger. Reduzierte Heterochromatin-Struktur. Entfernung überflüssiger Müllsequenzen. Ich möchte nicht so leben als mutierter Sklave. Wenn wir einen Kollektor töten, tun wir ihm damit vermutlich sogar einen Gefallen. Was immer sie früher auch waren, jetzt arbeiten die Kollektoren für die Reaper. Und wir müssen sie immer noch aufhalten. Keine Spezies sollte so etwas durchleiden müssen. Suchen wir, was wir brauchen, bevor die Kollektoren kommen, um das Schiff zu bergen. Los! Ich will ein Sturmgewehr auf jeden Fall. Endlich mal. Ja, endlich kann ich mit Sturmgewehren umgehen. Naja, ich würde erstmal eben kurz die Katze rauslassen. Die nervt mich.
So, jetzt bin ich hier aber echt los. So, Feuer hier drauf. Haben wir hier noch was? Nö. Aber endlich habe ich mal ein Maschinengewehr. Oder Sturmgewehr. Habe ich schon lange drauf gewartet. So, ich möchte... Das hat ja eigentlich eine höhere Zahl, deswegen denke ich mal, es ist besser. Kann man natürlich nicht immer sagen, weil ältere Menschen sind ja auch nicht besser. Gut, eine höhere Zahl deutet eigentlich darauf hin, dass das neuer ist, aber... Seine Energie. Ich find's auch komisch, wie die uns nicht angreifen. Schadensschutz. Commander, das müssen Sie hören. Ich habe Edi aus seiner Ahnung heraus dieses Schiff analysieren lassen. Ich habe das EM-Profil mit den Daten der ursprünglichen Normandie von vor 2 Jahren verglichen. Beide stimmen exakt überein. Dasselbe Schiff, das mich 2 Jahre verfolgt hat? Das kann kein Zufall sein. Irgendwas stimmt da nicht, Commander. Seien Sie bloß vorsichtig. Kann das eine Falle sein hier? Weil bei einer Falle, da wartet man relativ lange und... Naja, und wartet, bis der Gegner hier voll reinläuft. Und ich laufe gerade mit hinein. Da passt keine Erde rein. Das ist definitiv zu klein, falls ihr eine Erde reinpacken wollt. Da, auf der Plattform. Sieht aus wie eine Art Steuerkonsole. Es müsste tote Kollektoren geben. Irgendwas stinkt hier. Edi, ich richte eine Verbindung zwischen Ihnen und dem Kollektorenschiff ein. Sehen Sie mal, ob Sie was Nützliches aus den Datenbanken rausholen können. Übernahme wird durchgeführt, Shepard.
Das war doch voraussehbar. Okay, ich muss mal eben. Und ich habe gedacht, ich hätte meine Maus richtig. Selbst die Musik, die kommt, wenn die Kollektoren da ankommen, die erinnert mich an Insekten. Ihr sterbt. Und die nächste. Eddie, bringen Sie uns hier raus. Ich bekämpfe gleichzeitig an über 8000 Knoten Firewalls der Kollektoren. Meine Kapazität ist ausgelastet. Ich glaube, ihr mögt kein Feuer. Bedeutungslos, ey. Shepard, Sie müssen meine Verbindung zu der Steuerkonsole manuell wiederherstellen. Was mir nicht gefällt, hier lag schwere Munition. Das heißt, wir werden jetzt gleich gegen was Starkes kämpfen. Muss natürlich nicht zwingend heißen, dass wir gegen was Starkes. Ich habe die Kontrolle über die Plattform wieder übernommen, Shepard. Ich wusste, Sie lassen uns nicht im Stich, Edie. Ich arbeite stets mit maximaler Kapazität. Haben Sie, was wir brauchen? Ich habe Daten gefunden, mit denen wir das Omega-4-Portal erfolgreich steuern können. Ich habe auf das turianische Notsignal gefunden, das für diese Falle als Köder eingesetzt wurde. Die Quelle waren die Kollektoren. Das ist ungewöhnlich. Für mich klingt es logisch, dass Sie die erste Nachricht als Köder gesendet haben. Nein, es ist ungewöhnlich, weil turianische Notsignalkanäle eine Sekundärverschlüsselung aufweisen, die aber bei dieser Nachricht fehlerhaft ist. Es ist unmöglich, dass der Unbekannte das Notsignal für echt gehalten hat. Warum sind Sie da so sicher? Ich habe die Anomalie in den Erkennungsprotokollen von Cerberus gefunden. Und die hat er geschrieben. Er wusste, dass das eine Falle war? Warum sollte er uns in eine Falle schicken? Naja. Der Mistkerl hat uns direkt den Kollektoren ausgeliefert. Wir hätten wissen müssen, dass so etwas passieren würde. Man kann Cerberus einfach nicht trauen. Commander, wir haben da noch ein Problem. Das Kollektorenschiff fährt hoch. Sie müssen da raus, bevor Ihre Waffensysteme online sind. Ich werde nicht noch eine Normandy verlieren. Ich habe nicht die volle Kontrolle über Ihre Systeme. Ich tue, was ich kann. Sende Koordinaten für die Shuttle-Abholung. Dann los, Abmarsch! Ich verstehe jetzt immer noch nicht den Sinn, warum er das tun sollte, weil er hat ja selber gesagt, dass der, dass ich ja um jeden Preis geschützt werden soll. Aber wahrscheinlich will er mich dafür opfern oder sowas. Wahrscheinlich soll ich deswegen um jeden Preis geschützt werden, aber das macht ja auch keinen Sinn. Weil am Anfang bin ich ja schon durch die Typen gestorben. Einfach, hey. Übernimmt er wieder die Kontrolle, der Typ, oder? Ne, diesmal nicht. Der Teil hilft uns echt, ey. Sehe ich selten bei so einem Viech. Sehe ich echt selten. Ah, Muni. Okay, der übernimmt Kontrolle.
Geh weg! Mist. Blöder Vorbote. Okay, Munition brauche ich. Nicht mit mir, Junge. Monster. Okay, Nichtskönner, nicht Monster. Du wirst gar nichts tun, weißt du das? Macht überhaupt keinen Schaden, weil der die Panzerung noch drauf hat, ey. Hier wird noch ein starker Feind kommen, das weiß ich. Sonst würden wir nicht so viel Munition für schwere Waffen bekommen. Wenn wir sie nicht mal einsetzen. Tech-Schaden. Kann uns auch ganz gut helfen. Ja, wo lang? Hier lang. Entscheide ich spontan. Ich öffne eine Tür auf der anderen Seite des Raums. Das heißt, dass wir auf dieser Seite hier kämpfen müssen. Normalerweise haben wir dem nicht so viel Schaden gemacht. Finde ich gut. Gib mir eine bessere Waffe. Mach jeden Schuss falsch. Und der macht das durchgehend jetzt. Fuck. Kann sie nicht ins Visier nehmen. Feuer drauf. Den haben wir aber diesmal schneller weggekriegt. Also der war letztes Mal wirklich stärker. Erstmal neue Munition holen. Wie, jetzt doch nicht. Das könnte nützlich sein. Deckschaden. Noch mehr. So, der ist weg.
Naja, eure Macht ist jetzt vielleicht gar nichts mehr. Kumpel. Hier, für dich. Immer wenn man gerade denkt, schon vorbei und dann kommen sie nochmal. Wieso nicht? Natürlich. Na, wenn das so ist, hier für dich. Naja, ich hab dich gerade besiegt. Wieso schießt er nicht auf mich? Ist komisch. Commander, ich will ja nicht drängen, aber diese Waffen werden in Kürze online sein. Schlage Laufschritt vor, nur damit wir hier wegkommen, bevor sie die Normandie in Stücke schießen. Ich höre da ganz viel Gegner. Okay, Nahkampf funktioniert hier nicht. Mit mir, Junge. In dieser Situation wäre jeder tot gewesen, aber ich nicht. Kann das sein, dass hier unendlich kommen? Hauptsache, er sitzt da und raucht sich mal wieder ein. Shepard, Edi hat anscheinend einige interessante Daten extrahiert, bevor das Schiff der Kollektoren wieder online war. Edi hat gesagt, das Notsignal kam von den Kollektoren. Sie haben uns hintergangen, wie ich es erwartet hatte. Wir sind im Krieg. Die Kollektoren verschleppen Menschen. Und jede vergeudete Sekunde hilft dem Feind, sich vorzubereiten. Ich weiß, worum es hier geht.
Aber obwohl wir auf derselben Seite stehen sollten, kann ich Ihnen nicht trauen. Ohne diese Information erreichen wir die Heimatwelt der Kollektoren nicht. Und dann sind Sie und alle anderen Menschen so gut wie tot. Es war eine Falle. Aber ich habe auf Ihre Fähigkeiten vertraut. Und vergessen Sie Edi nicht. Damit konnten die Kollektoren nicht rechnen. Sie hätten mir von dem Plan erzählen können. Sie sagen, ich sei wichtig und tun doch ihr Möglichstes, mich umzubringen. Die Kollektoren mussten glauben, dass sie im Vorteil waren. Sie hätten die Wahrheit an vielen Details erkennen können, wenn ich sie vorher informiert hätte. Außerdem hätte ich sie nicht da reingeschickt, wenn ich Zweifel an ihrem Erfolg gehabt hätte. Sie haben nur eine Aufgabe, Informationen. Wenn ich denen nicht trauen kann, sind sie nutzlos für mich. So einfach ist es nicht. Gerade Sie müssten das eigentlich wissen. Ich weiß, dass ich künftig viel vorsichtiger sein werde. Bei den Kollektoren und bei Ihnen. Für Groll haben wir keine Zeit. Die Sache wird ab jetzt um einiges härter werden. Edi hat unseren Verdacht bestätigt. Die Schiffe der Reaper und der Kollektoren benutzen ein neues System zur Freund-Feind-Kennung, das die Portale erkennt. Wir müssen lediglich so ein FFS in unsere Hände bekommen. Ich war gerade auf einem Schiff der Kollektoren. Warum haben Sie nicht gesagt, dass wir dort das FFS suchen sollen? Wie gesagt, Edi hat es gerade erst bestätigt. Außerdem hätten sie zur Beschaffung nicht genügend Zeit gehabt. Aber uns bleiben andere Optionen. Ein Wissenschaftlerteam der Allianz hat kürzlich festgestellt, dass die große Kluft auf dem Planeten Klendagon in Wahrheit ein Einschlagskrater einer Massenbeschleunigungswaffe ist. Ein sehr alter Massenbeschleuniger. Ich habe ein Team auf die Suche nach der Waffe oder dem Ziel geschickt. Sie haben beides gefunden. Die Waffe war funktionsuntüchtig. Aber wir konnten den Flugweg des beabsichtigten Ziels rekonstruieren. Ein 37 Millionen Jahre alter verlassener Reaper. Wir fanden ihn beschädigt und im Gravitationsfeld eines braunen Zwergs gefangen. Sind braune Zwerge nicht im Prinzip Sterne, die es nicht geschafft haben? Einfach formuliert, aber korrekt. Es sind Gasgiganten, die nicht genug Masse haben, um Sterne zu werden. Rechnen Sie mit Stürmen und extrem hohen Temperaturen. Der Reaper hat ein Masseneffektfeld, das ihn im Orbit hält. Wahrscheinlich eine automatische Reaktion auf die externen Gefahren. Er ist stabil, aber sicher würde ich das nicht nennen. Ich habe gesehen, was die Sovereign mit der Flotte der Citadel gemacht hat. Kaum vorstellbar, dass man etwas so Mächtiges überhaupt aufhalten kann. Das Schiff ist ein Relikt aus einem Krieg, zu einer Zeit, als auf der Erde die Säugetiere ihre ersten Schritte gemacht haben. Von der Spezies, die geschossen hat, gibt es keine Spur mehr. Vielleicht war es ihr letzter Widerstand, bevor sie ausgelöscht wurde. Ich habe das Gefühl, wir werden nicht einfach reinschneien und ein Päckchen abgreifen. Wir haben den Kontakt mit Dr. Chandanas Team verloren, kurz nachdem sie an Bord gegangen waren. Erste Nachforschungen brachten keinerlei Hinweis. Es war zu riskant, weitere Ressourcen einzusetzen. Aber jetzt brauchen wir das FFS. Ich sende Joker die Koordinaten. In der Zwischenzeit sollten Sie Ihrer Crew sagen, dass ich Ihr Leben nicht grundlos aufs Spiel gesetzt habe. Das würde das weitere Vorgehen erleichtern. Edi, versammeln Sie die Crew. Wir haben viel zu besprechen. Natürlich, Shepard. Unbekannter hat uns also nicht verkauft. Ich hätte es fast geglaubt. Hat uns belogen. Uns benutzt. Brauchte Zugriff auf die Datenbanken der Kollektoren. Notwendiges Risiko. Wenn er sowas nochmal versucht, sind die Kollektoren das geringste seiner Probleme. Edi, sind Sie sicher, dass das FFS funktionieren wird? Meine Analyse ist korrekt, Shepard. Ich habe auf Basis der Navigationsdaten aus dem Schiff der Kollektoren auch die ungefähre Position ihrer Heimatwelt ermittelt. Das kann nicht stimmen. Lassen Sie mal das Diagnoseprogramm laufen, Joker. Unsere VI hat anscheinend einen Software-Bug. Meine Berechnungen sind korrekt.
Die Heimatwelt der Kollektoren befindet sich innerhalb des Kerns der Galaxie. Kann nicht sein. Im Kern sind nur schwarze Löcher und explodierende Sonnen. Es gibt dort keine bewohnbaren Planeten. Könnte etwas Künstliches sein. Eine Raumstation, geschützt von starken Masseneffektfeldern und Strahlungsschilden. Nicht mal die Kollektoren verfügen über die dazu nötige Technologie. Die Kollektoren sind nur Handlanger unseres wahren Feindes. Und wir haben alle gesehen, wozu ihre Meister fähig sind. Sie haben die Massenportale und die Citadel gebaut. Wer möchte behaupten, dass es ihnen unmöglich ist, eine Raumstation inmitten von schwarzen Löchern zu errichten? Kein Wunder, dass noch nie jemand von einem Sprung durchs Omega-4-Massenportal zurückgekehrt ist. Die logische Schlussfolgerung ist, dass es auf der anderen Seite des Portals eine kleine Sicherheitszone gibt, in der Schiffe sich aufhalten können. Die üblichen Protokolle für den Portaltransit wären nicht sicher. Abweichungen von mehreren tausend Kilometern sind dabei normal, und das wäre im Kern der Galaxie fatal. Die Reaper FFS setzt im Portal wahrscheinlich verschlüsselte und weitaus fortschrittlichere Protokolle in Kraft. Nur weil wir den Kollektoren durch das Portal folgen können, bedeutet das nicht, dass wir sie auch besiegen. Ich will erst hinterher, wenn ich weiß, dass wir dazu bereit sind. Früher oder später brauchen wir das FFS sowieso. Warum also warten? Es ist ein verlassener Reaper. Was ist, wenn die Kollektoren auf uns warten? Bevor wir dieses Risiko eingehen, sollten wir erst unser Team verstärken. Je mehr Leute wir auf unserer Seite haben, desto höher sind unsere Erfolgschancen. Wir müssen weiterhin das Team verstärken. Es ist Ihre Entscheidung, Commander. Wie sie auch ausfällt, wir stehen hinter Ihnen. Naja, ich werde erstmal jetzt das Schiff aufbauen, indem ich ein bisschen Ressourcen sammle und so. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao.